Es gab mit den Militärdiskussionen, Verteidigungspolitik im letzten Dezemberplenum eine Aussage von Hans-Peter Martin, der gesagt hat, ist ja alles gut und schön, machen wir mal Verteidigung und Truppenaufstellung, aber bitte macht das doch nach den Wahlen. Ja, das ist auch typisch für ihn. Also der spielt zwar den großen Moralapostel, aber in Wahrheit spielt er dann, wenn es ums Eingemachte geht, spielt er bei diesen ganzen Szenarien mit. Ja, das muss man auch den Leuten sagen, vor allem jenen, die ihm vertraut haben. Der leistet keinen Widerstand. Der spielt in all diesen entscheidenden Dingen, spielt der Martin überall mit. Aber es gilt bedauerlicherweise auch für die FPÖ. Ich habe klipp und klar gesagt, und da steht es auch so im Parteiprogramm der Reformkonservativen, dass für uns die Beteiligung an einer Militärunion nicht in Frage kommt. Dass für uns die Errichtung einer Militärunion nicht in Frage kommt. Die bedeutet, dass man NATO und EU zusammenführen möchte, ein gemeinsames Oberkommando installieren möchte, gemeinsame Rüstungsbeschaffung haben möchte und die Truppen weltweit, nicht europaweit, weltweit im Interesse der Europäischen Union einsetzen möchte. Und da sage ich Schluss, da bin ich nicht dabei und ich würde es nicht unterstützen, wenn meine Söhne hier mitmachen müssten. Daher sage ich klipp und klar, das kommt für mich nicht in Frage, ich bin ein Anhänger der Neutralität. Und jetzt kommt der Herr Strache und erzählt ganz Österreich, dass er die Neutralität schützt und seine zwei Abgeordneten haben hier im EU-Parlament zweimal diese Beschlüsse zur Schaffung einer Militärunion, die klipp und klar gegen die Neutralität gerichtet ist, mitgetragen. Mitgestimmt. Sowohl Mölzer wie Obermeier haben beides Mal mit der Mehrheit für die Erschaffung einer Militärunion gestimmt. Und das ist mit dem, was die FPÖ in Österreich den Leuten verkaufen möchte, schlicht und einfach unvereinbar. Ich habe sie sogar extra noch darauf aufmerksam gemacht. Ich habe gesagt, bitte, das geht ja nicht. Das hat Mölzer mit einem Sager vom Tisch gewischt. Also die FPÖ war im Grunde nie glücklich mit der Neutralität. Das steht im Widerspruch zu dem, was Strache aber in der Öffentlichkeit in Österreich sagt. Viele Österreicher würden jetzt sagen, nein, oder nicht viele, aber einige, Neutralität gibt es ja eh nicht mehr. Warum dran festhalten, wenn sie de facto ausgesetzt ist? Ja, das Spielchen spielen wir aber nicht mit. Die Neutralität steht im Verfassungsrang, es gibt sie. Und es gibt sie vor allem als Schutzmechanismus gegen die Integration in ein Militärbündnis. Ich meine, man muss sich ja nur den Herrn Karas anschauen. Otmar Karas hat sogar in einer Wortmeldung klipp und klar die Schaffung eines Verteidigungskommissars verlangt. Das heißt, ein eigener Verteidigungsminister auf EU-Ebene. Ja, da muss ich aber sagen, als neutraler Staat, da kann ich nicht mitmachen. Und insoweit gewinnt die Neutralität wieder Bedeutung, um klarzumachen, dass wir nicht mitmachen können und auch nicht mitmachen wollen. Und dann sage ich gleich einmal dazu, dann soll man bitte die Volksabstimmung wiederholen. Hätte man den Österreichern im Jahre 94 gesagt, dass sie am Schluss in einem Militärbündnis landen, was man damals übrigens ausdrücklich in Abrede gestellt hat, dann hätte die Mehrheit der Österreicher mit Sicherheit nicht mitgestimmt und nicht mitgemacht. Die hätten sich verhalten wie die Schweizer. Die Linken in Deutschland und die Kommunisten auf der EU-Ebene sehen das ähnlich und sind auch strikt gegen die militärischen Projekte der EU und die Rüstungsprojekte. Könnten Sie mit den Linken koalieren in solchen Fragen? Nein, wir haben immer wieder Übereinstimmung. Auch muss auch dazu sagen, dass auch die Linken die gesamte Finanzkrise viel nüchterner und viel meiner Ansicht nach richtiger sehen als diese ganzen Nachplapperer, die den ganzen Schwachsinn von den Rettungspaketen hier mitbeschlossen haben und nachgeplappert haben. Die Linken sehen zum Teil auch die Situation der Eskalation des Westens gegenüber Russland in der Ukraine-Frage, meiner Ansicht nach, viel richtiger, als das manche von den sogenannten Konservativen tun. Hier gibt es eine Allianz zwischen Konservativen, die wirklich konservative Werte haben, und Linken, die zum Teil auch konservative Werte vertreten. Das ist zum Teil wirklich skurril, wo man einfach aus unterschiedlichen Richtungen, aber zum gleichen Ergebnis kommt, was sachlich richtig ist. Wer es also sehen kann, der sieht es auch, was sich wirklich ereignet und was sich abspielt und welche Bankinteressen hier immer wieder eine Rolle spielen. Und daher gibt es dort auch interessante Berührungspunkte. Das stimmt, ja. Herr Abgeordneter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte sehr.